Wanzer. Ich zeige euch ein paar Tricks und Tipps zum Digi-Fernunterricht. Diesmal geht es um die Idee, digitale Präsentationen vorzubereiten. Und zwar eingebettet ist es so grundsätzlich in die Vorstellung, dass nicht alles von mir, dem Lehrer oder der Lehrerin auch ausgehen muss, sondern dass es möglich sein sollte, für die Lernenden Präsentationen zu erstellen, auf die sie dann Feedback aus der Lerngruppe erhalten. Feedback der Lehrkraft und dann vielleicht auch eine Bewertung. Und im Moment sind viele Datenleitungen überfordert, solche synchrone Settings abzuspielen. Vielleicht ist es auch für die Studierenden oder für die Schülerinnen und Schüler nicht möglich, von sich zu Hause aus Inhalte zu streamen. Deshalb zeige ich hier Möglichkeiten, wie diese digitalen Präsentationen zu Hause aufgenommen werden können. Dann können sie in einem zweiten Schritt auch hochgeladen werden auf andere Plattformen. Und die Idee wäre dann, dass sich die Klasse diese Präsentationen anschaut, dass sie dazu Feedback abgibt. Ich denke, ihr müsstet dieses Feedback vorstrukturieren. Da geht es darum, dass sie vielleicht auch weitere Fragen stellen, das Thema weiterdenken, auch zur Präsentationstechnik Rückmeldungen geben. Also jetzt hier, es ist ganz schlecht. Ich muss nämlich den Laptop noch etwas höher stellen. So gemacht. Ja, weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Und dann, dass ihr selber als Lehrkraft auch Feedback geben könnt. Und zum Schluss ist es auch möglich, diese digitalen Präsentationen zu bewerten. Jetzt führe ich ein paar Ideen vor, wie man diese digitalen Präsentationen aufnehmen kann. Ich werde es etwas kurz halten, weil die einzelnen Tools müsst ihr dann selber austesten und dann gibt es vielleicht konkretere Fragen. Die erste Möglichkeit ist, ich habe hier Keynote. Ich benutze für meine Präsentation Keynote und ich kann hier beim Vorführen direkt die Präsentation aufzeichnen. Ich zeige mal, wie es aussieht. Jetzt klicke hier unten auf den roten Knopf und dann beginnt Keynote das, was ich sage. Jetzt geht's los. Jetzt wird das als ein Film aufgenommen. Ich kann erklären, was auf dieser Folie steht. Dann kann ich weitergehen auf die nächsten Folien. Das würde man dann alles in diesem Film sehen. Wenn ich jetzt auf Stopp drücke, dann wird diese Präsentation gespeichert. Und ich rechne mal das Ganze ab. So. Schauen, das funktioniert so. Vielleicht die Aufnahme ganz beenden. So, jetzt hat es geklappt. Und jetzt, wenn ich hier auf Ablage exportieren gehe, dann kann ich das als Film exportieren und kann diese Präsentationsaufzeichnung nehmen, kann die Auflösung wählen und kriege so dann auf meinem, also wenn ich da jetzt weitergehe, dann kann ich wählen, wo es gespeichert wird und ich kriege so aus Keynote einen kleinen Film, der jetzt Digi-Fernunterricht heißt, so wie die Präsentation. Wenn ihr kein Keynote habt, habt ihr sehr wahrscheinlich PowerPoint. Ich wechsle hierhin und ich kann genau dasselbe da auch machen. Und zwar zeichne ich jetzt auch schon die Präsentation auf. Ich verlinke unten einen Film, in dem das eine Kollegin ganz, ganz ausführlich erklärt hat, wie man diese Präsentationen aufnimmt. Also es geht mit PowerPoint, es geht mit Keynote. Es geht alles auch recht einfach, solche Filme zu machen. Das heißt, der erste Schritt ist dann, ich erstelle eine Präsentation. Der zweite Schritt ist, ich erkläre die Präsentation mündlich. Und wenn man sich dann den Film anschaut, dann hört man, was jemand dazu sagt. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Und ihr seht hier Tools, die Schülerinnen und Schüler verwenden. Und das ist eine Idee, die nicht ich gehabt habe, aber die schon oft ausprobiert worden ist, nämlich mit TikTok, mit Snapchat und Instagram können die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich auch Präsentationen aufzeichnen. Also TikTok ist häufig dafür da, Tänze aufzunehmen und vorzuführen, Choreografien zu machen. Und mit all diesen Social-Media-Werkzeugen, die Sie schon auf diesen Handys installiert haben, geht dasselbe nämlich auch. Sie können etwas vorstellen, was Sie gemacht haben und das kann dann gut auch sowas auf Papier sein, wo Sie dann zeigen können, ah ja, so sieht das aus und das habe ich jetzt hier gemacht und sich dabei filmen können. Da können viele kreative Ideen entstehen, die nicht mal einen Laptop erfordern, sondern die ganz gut auf dem Handy gemacht werden können. Und auf Snapchat, TikTok und Instagram ist es möglich, die Inhalte runterzuladen, auf dem Handy zu speichern und dann ganz regulär zu verschicken, auf welchem System ihr dann in der Schule auch immer arbeitet.
zeige eine dritte Möglichkeit. Also wir hatten bisher diese Präsentationstools wie PowerPoint und Keynote. Wir hatten diese Social Media Tools wie Snapchat, TikTok, Instagram. Jetzt, ja, jetzt habe ich viel gesprochen und muss diese Folien noch aufzeichnen. Ich habe euch Loom schon gezeigt. Loom ist das Tool, mit dem ich diesen Film mache. Also ihr seht meinen Bildschirm. Alles, was ich auf dem Rechner mache, wird auch aufgezeichnet und ihr seht unten mich. Loom ist im Moment kostenlos für Lehrerinnen und Lehrer. Die können eine Pro-Lizenz bekommen, ohne auch nur einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Das wird auch weiterhin so möglich sein. Loom speichert eure Filme direkt im Netz. Ihr kriegt hier einen Link, mit dem ihr die Filme auch gleich weitergeben könnt. Das ist enorm praktisch und ich kann mir so auch eine Präsentation vorbereiten. Und dann spreche ich diese Präsentation ein. Ich kann auch kurz vorne und hinten was wegschneiden, wenn der Anfang nicht ideal war. Also ich kann so auch problemlos eine digitale Präsentation aufzeichnen. Jetzt möchte ich noch eine vierte Möglichkeit zeigen. Vielleicht nur als Warnung bei Loom. Ihr seht jetzt unten dieses kleine Feld. Da müsst ihr aufpassen, das ist dann immer über allem, was ihr zeigt. Also wenn ihr da unten links ganz wichtige Inhalte habt, dann müsst ihr die irgendwo anders hinschieben. Das letzte Tool, was ich sehr, sehr mag für Präsentationen, ist Adobe Spark. Das ist ein enorm mächtiges Tool, das ganz viele verschiedene Dinge kann. Und ich kann jetzt nicht alles zeigen. Ich muss mich jetzt hier noch schnell anmelden. Adobe Spark kann man ganz gut verwenden, um Webgrafiken zu machen für Social Media, für alle Arten einfach ein schönes Bild. So, jetzt seht ihr noch meine Telefonnummer. Weshalb muss ich das jetzt machen? Also ihr seht, wie improvisiert das Ganze hier ist. 842 158. Und tatsächlich ist das so, das funktioniert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir für diesen Unterbruch. Also, ich möchte keine mobilen Benachrichtigungen. Jetzt bin ich hier mein Konto eingeloggt bei Adobe Spark. Ich habe gesagt, man kann ganz viele Dinge machen. Ich lege jetzt einfach mal los. Und erstelle jetzt gleich eine Präsentation. Das ist das, was eigentlich am besten geeignet ist dafür. Und das Adobe Spark speichert immer alles gleich im Netz. Deshalb ist es ein bisschen bandbreitenintensiv. Und ihr seht jetzt hier, ich kann beginnen, hier einen Titel hinzuzufügen und kann so eine digitale Präsentation machen, zu der ich dann später auch Text einsprechen kann. Also probiert dieses Adobe Spark aus. Ihr findet ganz viele Tutorials. Ich kann hier kurz noch auf meine zurückgehen, auf die Sammlung meiner Präsentation, um zu zeigen, wie das dann aussehen könnte. Also ich habe hier zum Beispiel aus Sachtexten entstehen Webvideos. Das habe ich mal gemacht und ich spiele euch das jetzt ab, wie es aussieht. Ja, dieses Video, da müsst ihr jetzt ganz viel warten, wenn das jetzt lädt und es lädt. Und ich werde bald auch ein Reflexionsvideo machen, wieso die erste Woche die Gefahrenunterricht gewesen ist. Wenn ihr da noch Anregungen habt, wenn ihr mir Eindrücke schicken wollt, dann bitte tut das. Wenn ihr jetzt findet, dieses Adobe Spark, das findet ihr selber raus, dann kann ich auch schon mal Tschüss sagen. Ihr könnt gerne hier abbrechen und selber erproben. Aber jetzt sind wir soweit und ich spiele es jetzt mal ab. Das habe ich jetzt ohne Ton aufgenommen. Aber ich könnte tatsächlich hier, jetzt hat es abgebrochen, aber das geht jetzt hier noch weiter. Also da kommen weitere Elemente dazu. Ich kann es dann auch gut freigeben mit einem Link und ich könnte jetzt hier auch gut Ton einsprechen und dieses Design, was ich hier gewählt habe, also ihr seht, ich habe auf jeder Folie habe ich das ungefähr dann ähnlich gemacht, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann kommt so
ein großer blauer Text. Das sind extrem einfache Designs, da musste ich nichts können, sondern das sieht ganz schnell, ganz schön aus. Und ich habe schon mit einigen Klassen solche Adobe Spark Filme gemacht, die wirklich im Netz extrem gut wirken und die man sich auch zu Hause gerne anschaut. Also, das waren vier Tools, mit denen man digitale Präsentationen aufzeichnen kann. Ich gehe hier zurück nochmal zum Schritt, dass man hier die Erinnerung nochmal hat. Dann kommt das Ausspielen. Also ich lade es dann hoch, zum Beispiel auf Stream, wenn man Teams verwendet. Ich lade es hoch auf YouTube, auf irgendeine andere Plattform, verschicke es vielleicht auch direkt im Chat, kriege Feedback aus der Lerngruppe, ich kriege Feedback von der Lehrkraft und zum Schluss vielleicht auch eine Note. Ah, und jetzt hänge ich noch einen Bonus an, nämlich die letzte Methode, die ich vergessen habe, ist Teams. Ich hoffe mal. Kann es noch beenden. Ich sage es mal einfach so, weil jetzt irgendwie will mein Computer vielleicht nicht mehr so gut. Also, was man. So, jetzt habe ich es geschafft und bin in diesem Teams drin. Das ist ein Beispiel. Ich habe hier eine Besprechung aufgezeichnet im Teams und diese Besprechung ist einfach ein Videochat, den wir gemacht haben. Und so ist es möglich. Dort kann man auch sehr gut Präsentationen teilen. Und das ist vielleicht der Trick, der auch ganz gut funktioniert, wenn Schülerinnen und Schüler das gemeinsam machen sollen. Also sie erstellen in Teams einen Chat, beginnen eine Videopräsentation, einen Videoanruf, also das kann man gleich hier oben machen, teilen ihre PowerPoint-Präsentation, die sie haben, auch andere Dokumente kann man da teilen, sprechen drüber und speichern das dann ab. Also man muss darauf achten, dass man es wirklich auch aufzeichnet. Und dann hat man einen Film, den man auch so als digitale Präsentation verbreiten kann. Und damit fasse ich nochmal zusammen, was ich alles gezeigt habe. Also ich habe gezeigt PowerPoint und Keynote. Ich habe gezeigt Social Media Tools, die das alle auch automatisch können. Dann habe ich gezeigt, dass man es mit Loom machen kann, mit Adobe Spark und mit Teams. Danke sehr fürs Zuschauen. Bis bald.